Nicht ganz. Nur die Schale oben. Ja, ne? Aber wenn es was näher ist, ist auch nicht schlimm, ne? Ja. Ist nicht schlimm. Wir sind nicht perfekt, ne? Ja. So, okay, hier. Ja, gucken Sie, das wird dann so geschält. Da muss es klein. Ja, also er ist sehr sparsam, sehe ich. Bei uns sieht das manchmal anders aus, bei mir vor allen Dingen. Das wird abgeschnitten und dann wird das geschält, wie eine Kartoffel. Vor einer Woche oder so, ich habe meine Mutter angerufen zu Damaskus. Ich habe gesagt, ich habe jetzt eine große Familie. Ja, schön. Ja, ich habe Opa und Oma. Und, ja. Ich habe gesagt zu meiner Mutter auch, gibt es Engel. Wenn die Menschen älter sind, dann werden die von den Kindern versorgt. Und die ältesten Jungs in der Familie versorgen die Eltern bis zum Tod. Und die werden da geehrt. Wirklich geehrt bis zum letzten Atemzug. Und von daher gibt es da auch nicht viele Altenheime oder auch Tagespflegen wie hier. Das ist auch in Syrien. Da werden die Menschen zu Hause gepflegt bis zuletzt und sterben auch zu Hause. Wie es bei uns eigentlich ja früher auch war. Ich denke mal so vor 30, 40 Jahren, da war das so, dass auch bei uns die ältere Generation mit zu Hause lebte und wir die gepflegt haben. Man spricht so viel negativ über die Asylanten oder die Flüchtlinge oder was weiß ich. Aber ich habe festgestellt, hier jetzt auch ganz speziell, dass es immer solche und solche gibt. Wie bei uns auch. Bei uns gibt es solche und solche. Und wir haben hier so tolle Praktikanten gehabt in der Zeit, wo ich jetzt hier bin. Es war auch noch einer aus Eritrea. Genau, das war der Addis. Und ich habe, seitdem ich hier bin, festgestellt, dass es wirklich geht, dass man miteinander leben kann und sich auch dementsprechend respektiert und miteinander auch viele schöne Stunden verbringt. Ich bin hier für ein Sprachpraktikum. Aber ich finde, dass ich bin in einer großen Familie. Was kochen Sie jetzt für Ihre Familie? Ja, ich koche ein syrisches Essen, das heißt Nazari. Aubergine mit Tomaten und Paprika, Fleisch, Hackenfleisch. Im Backofen? Ja, im Backofen. Salz, nicht so viel, ne? So, das wird jetzt schön geknetet. Die machen das nicht so kompliziert wie wir hier in Deutschland, weil wir nehmen ja meistens nur ein Ei und noch ein Brötchen. Ihr kommt klar, also um 12 muss spätestens in den Ofen. Ich habe das erste Mal Praktikum hier gemacht. Praktikum. Praktikum hier gemacht, 2 Wochen. Ich habe das erste Mal gelernt, deutsche Leute. Ich bin hier 1,5 Jahre. Und das erste Mal, ich habe gesehen, die alte gleiche meiner Familie, weil ich bin hier alleine. Und ich sehe das erste Mal meine Familie, gleiche Familie, Mutter, Oma, ich habe sie gesehen. Und dann bin ich sehr, sehr glücklich. Und ich mache heute ein bisschen noch helfen, syrianische Kochen auch. Der Ali ist geflüchtet auf einem Boot und der Hussam auch. Und das sind dann Schlauchboote, wo die dann tagelang auf dem Meer fahren oder schwimmen. Und Ali sind, glaube ich, mit 42 Menschen gestartet. 22 Leute gestorben. Und 22 Leute gekommen. 22 sind gestorben während der Zeit. Und das finde ich auch für einen jungen Menschen, das muss man auch erstmal verarbeiten dann. Wie viele Zwiebeln? Wie viele Zwiebeln müssen wir schnitzen lassen? Ja, viel mal vor. Ja? Alle oder? Alle nicht. Vier. Aber in der heutigen Zeit ist es so, dass beide, Mutter und Vater, arbeiten gehen müssen, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und deswegen hat sich das so denn herauskristallisiert mit der Zeit, dass solche Einrichtungen wie wir hier haben, die Tagespflege,
dass das dann einfach eine gute Sache ist für die älteren Menschen, die noch nicht ins Altersheim müssen oder möchten. Die können hier ihren Tag verbringen und wir machen eigentlich schöne Dinge immer hier und abends dann wieder gewohnt zu Hause in ihrem Sessel sitzen.